Tanz ist essentieller Teil unseres Lebens. Er ermöglicht Begegnung und Gemeinschaft. Tanz verbindet Menschen aller Generationen, unabhängig von sozialer Stellung, Kultur, Sprache oder Religion. Auf dem Land und in der Stadt. Also ich finde, dass Tanz eine ganz besondere Art oder ein ganz besonderer Teil von Kunst und Kultur ist, weil er halt, das habe ich vorhin auch gesagt, ohne Worte auskommt. Und deshalb hat Tanz auch, glaube ich, einen nicht nur Auftrag für die Companies und für die Künstlerinnen und Künstler, sondern auch für die Gesellschaft mit. Um die Kunstform Tanz gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen bundesweit zu stärken, setzt die Initiative Tanz 5 Schwerpunkte. Eine Bedingung für meine optimalen Arbeitsbedingungen wäre eine kontinuierliche Bezahlung meiner oder unser aller künstlerischer Arbeit. Durch länderübergreifende und internationale Koproduktionen und Gastspielkooperationen will die Initiative Tanz die Anzahl der Aufführungen künstlerischer Produktionen erhöhen. Mithilfe neu gestalteter Förderinstrumente können Probenausgaben reduziert, Ressourcen nachhaltiger genutzt und mittlere und kleinere Städte sowie der ländliche Raum verstärkt erschlossen werden. Die strukturelle Stärkung des Tanzes in Kommunen kann gelingen, wenn Städte, Länder und der Bund zusammenwirken. Die Initiative Tanz schafft die Basis dafür, dass Förderung für den Tanz auf kommunaler, Länder- und Bundesebene nachhaltig wirkt und künstlerische Qualität für ein großes Publikum sichtbar wird. Es sind besonders starke und herausragende Projekte, die wir in den nächsten Jahren damit umsetzen werden, um das künstlerische Profil der Tanzfaktur zu schärfen. Die Ensembles an den Stadt- und Staatstheatern und in freier Trägerschaft sind Multiplayer. Sie präsentieren Klassiker und neue Kreationen für ein großes Publikum und sind auch in Opernhäusern und auf Gastspielbühnen präsent. Mit einer mehrjährigen Förderung könnten kleine und mittlere Ensembles in den Bereichen Personal und künstlerische Produktion unterstützt werden. So können sie neue Formate der Publikumsbindung entwickeln und ihre Stellung als identitätsstiftende Institutionen der Stadtgesellschaft stärken. Wenn Tanz Zukunft bewegen soll, dann muss man, denke ich, ganz früh anfangen und schon Kinder und Jugendliche mit Tanz in Berührung bringen. Am besten schon ab Kindergartenalter, ähnlich wie das mit den Fächern Musik und bildende Kunst ist. Wir produzieren eben den zeitgenössischen Tanz für junges Publikum. Wir bringen viele Menschen miteinander in Begegnung und auch in Bewegung. Und ich glaube, dass es eben langfristig sehr wichtig ist, dass wir dieses Element etablieren. Die Initiative Tanz zielt darauf, die innovativen Potenziale und die Impulse des Tanzes für die Gesellschaft zu stärken.